Jetzt sehen wir sie wieder an allen Ecken, die Maroni-Brötchen mit ihren heißen Öfen. Herzlich willkommen zum GOB-Studio. Was gibt es Schönes in dieser kalten Jahreszeit? Die Hände zu wärmen an diesen frisch gerösteten Kästen. Und passend zur Maroni-Saison machen wir heute ein Lamnienstück mit einem Kastanienstock. Und das sind die Zutaten. Hier brutzelt es bereits, da nehme ich die Nierstöcke bereits hier. Die habe ich vorher noch mariniert mit Olivenöl, mit Knoblauch, mit Thymian und mit Pfeffer. Etwa während einer halben Stunde. Wichtig dabei war, dass ich sie nicht in den Kühlschrank habe, sondern dass ich sie draußen gelagert habe. Anschließend wird das Fleisch niedergegart. Und dann ist es wichtig, dass es nicht allzu heiß bzw. kalt ist, das Fleisch. Jetzt, das ist aber bereits schon warm und aus diesem Grund habe ich auch mit Teller und Platten, wo das Fleisch draufkommt, schon bereits vorgewählt bei 80 Grad. Dann gibt es viel weniger eine Temperaturschwankung und das Fleisch bleibt ganz schön saftig und zart. So. Gesalzen ist es natürlich noch nicht. Darum tue ich das jetzt. Denn ihr seht, das Fleisch nie während der Marinade schon gesalzen haben. So. Hier tue ich noch ein Fleischthermometer einstecken, damit ich nachher das schön überprüfen kann, ist es nachher schön richtig in der Kerntemperatur. Die gehen jetzt ab in den Ofen. Bei 80 Grad während einer halben Stunde werden die niedergegart. Der Vorteil des Niedergaren ist, dass das Fleisch bleibt schön saftig und zart. Jetzt geht es aber weiter mit unserem Kastanienstock. Hier habe ich die Kästen schön geröstet. Und jetzt kommen weiter in den Zucker und ich karamellisiere. Butter drin, dann ablöschen mit Bouillon. Weiter kommen die mehlig kochende Herdöpfel, Süßherdöpfel, Knoblauch. Und dann habe ich es zugedeckt, während einer Viertelstunde schön köcheln. Dann geht es dann weiter. Aber Sie machen jetzt erst noch einen Ausflug ins Tessin, nämlich dort, wo die Kastanien herkommen und wo sie geerntet werden. Heute werden Kastanienwälder wieder vermehrt gepflegt. Die Bäume, die die Römer vor mehr als 2000 Jahren eingeführt haben, wachsen auf der Alpen-Südseite zwischen 200 und 1000 Meter über dem Meer. Sie brauchen ein mildes Klima und viel Feuchtigkeit. Ein Baum kann 25 bis 30 Meter hoch und bis zu 1000 Jahre alt werden. Im Herbst fallen die Edelkastanien von selber ab den Bäumen. Die stachelige Hülle platzt und die dunkelbraun glänzende Schale kommt zum Vorschein. Bei Medeo Martinelli, einem bekannten Produzent, ist die Ernte vorbei. Jetzt werden Kastanien verlesen, sortiert, gewässert und für einen Transport in alle Welt verschickt. Zum selber Maroni-Brote die gewölbte Seite einschneiden, ein bisschen befeuchten und in einer Maroni-Pfanne schütteln und wenden, bis sie platzen und das Fleisch weich und mehlig ist. Maroni kann man auch auf einem Blech im Ofen braten oder besonders einfach und schnell im Maroni-Ofen aus dem Coop City. Und jetzt bin ich hier gerade am Fertigmachen von unserem Kastanienstock. Den habe ich durch das Passwit durchgelassen. Würzen muss man noch mit Salz, mit Pfeffer und das Typische natürlich, der Muskat. Das darf nie fehlen, einen ganz guten Stock. Ich lasse die Finger nicht verwischen. So. Dann heisse Milch dazu. Das lohnt sich, dann kühlt der Stock viel zu fest ab, wenn es kalt ist. Prima. Das Fleisch habe ich vorher schon rausgenommen, das kann ich jetzt aufschneiden. Es hatte schön die Kerntemperatur von 55 bis 60 Grad, so wie es auch gerade sein muss. So, jetzt sieht man natürlich auch, dass es wunderbar rosa ist. Und das ist auch ein Zeichen, dass es natürlich stimmt. Das können wir noch anrichten mit der Soße. Die Soße dort habe ich so gemacht, da habe ich den Bratensatz noch etwas abgelöscht und aufgekocht mit Rotwein und mit Bouillon. Das ein bisschen einköcheln, abdickt mit Mezzena Express. Und jetzt ist es eigentlich so parat. Hier der Kastanienstock drauf. Und das ist wirklich ein Traum, die Kombination von diesen Gemüsli zusammen. Dann hier noch obendrauf eine Kastanie, die ich vorher auf die Seite genommen habe am Anfang. Noch ein bisschen Thymian. Et voilà. Unser herbstliches Menü ist serviert bereit. Und das Rezept steht wie immer in der GOB-Zeitung oder im Internet. Das war es für heute. Schön, dass Sie dabei waren und bis nächste Woche.